Willkommen zurück, Leute, zu Apollo Justice. Wir befinden uns hier direkt vor der guten Emma Sky, die ein bisschen mies drauf ist. Munkelt man zumindest, ne? Aber was wir da vorher so gehört haben, sie ist jetzt nicht top drauf. Und da stellen wir natürlich die Frage, was können wir so gucken? Abklären mit ihr. Gut, dann legen wir mal los. Inspektorin Sky, Sie kennen doch Herrn Wright, oder? Woher kennen Sie meinen Vater? Ich will alles genau wissen. Er hat mir vor langer Zeit einmal sehr geholfen. Man könnte sogar sagen, dass er mich gerettet hat. Sagte sie nicht irgendwas über einen Vorfall? Ich kann Uneindeutigkeiten nicht ausstehen, besonders bei Kriminalfällen. Ich ging zur Universität, um wissenschaftlicher Ermittler zu werden. In Europa. Aber jetzt sind Sie Inspektorin. Naja, ich bin bei der wissenschaftlichen Prüfung durchgefallen. Aber wissen Sie, Ränge und Titel sind bedeutungslos. Auf das Herz kommt es an. Das finde ich auch. Und mein Herz gehört der Wissenschaft. Deswegen habe ich mir die Ausrüstung bestellt. Und ich werde sie hier ausprobieren, bevor die Spurensicherung auftaucht. Ja, dass das in Ordnung ist? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, mein Freund. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich diesen Mann nicht besonders mag. Diese glamourösen Typen konnte ich noch nie ausstehen. Glamourös, okay? Ein Staatsanwalt sollte mit nüchternem Verstand und gerunzelter Stirn auftreten. Weniger glamourös und mehr seriös, wissen Sie? Nein, weiß ich in der Tat nicht. Naja, also das und das, was vor 7 Jahren passiert ist. Staatsanwalt Gavin war derjenige, der Herrn Wright die Anwaltsmarke abnahm. Was? Ehrlich? Er war das? Das wussten Sie nicht? Ich dachte, Sie gehören zu seinen Jungs. Ich bin weder ein Junge, noch einer seiner. Aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Was genau ist vor 7 Jahren passiert? Die Einzelheiten habe ich nie erfahren. Dann ermitteln Sie. Es ist sowieso besser, wenn Sie es alleine herausfinden. Weiß Trucy das nicht? Meine... Oder hatte sie mal gesagt, sie weiß nicht? Ich weiß es nicht mehr. Dürfte ich fragen, was genau sie da eigentlich gemacht haben? Als sie gerade so am Boden gekauert haben? Oh, das interessiert sie? Hm? Naja, ich habe gerade ein neues Spielzeug ausprobiert. Ein Spielzeug? Also kein Polizeiwerkzeug. Was ist es denn? Ich sehe eine Rolle und Klebstoff. Ein Fußabdruck-Analyse-Set. Fußabdrücke? In der Mordnacht hat es geregnet. Also müssen hier Fußabdrücke zu finden sein. Oh, lagen hier deswegen die blauen Planen rum? Genau, der Boden war matschig. Deswegen musste ich ihn im Zustand jener Nacht erhalten. Wollt ihr wissen, wer wo genau gestanden hat? Zum Beispiel euer Zeuge, dieser höschenklauende Student? Hätte man das nicht vorher klären müssen, bevor das Gericht angefangen hat? Weiß nicht. Weiß wirklich nicht, also ich denke doch. Aha, mit dem Set also. Genau. Was? Wollt ihr das Zeug auch mal ausprobieren? Was? Sind Sie sicher? Ich meine, doch eigentlich Gegner. Ach Quatsch, ihr seid Freunde. Und ehrlich gesagt bin ich nicht besonders gut in sowas. Bin wohl etwas ungeschickt, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Oh, ich kann sowas gut. Ich habe schon mal Zauberhasen aus Pappmaché gemacht. Fußabdruckanalyse, Soll ich es mal probieren? Wissen wir ja. Okay, warum nicht? Das ist die richtige Einstellung. Okay, lasst mich erklären. Einen Moment. Wie ist die Anleitung zu Ihrer Ausrüstung? Warum nur stimmt mich das nicht gerade zuversichtlich? Als erstes müssen wir den Abdruck auswählen, den wir untersuchen möchten. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle Schuhabdrücke im Park zu markieren. Okay, mit welchen Schuhabdrücken wollen wir anfangen? Wenn wir die Aussagen des Angeklagten überprüfen wollen, sollten wir hier anfangen. Die Schuhabdrücke warten nur darauf, untersucht zu werden. Oh, das ist so aufregend. Okay, so geht's. Zuerst den Abdruck vollständig mit Gips ausgießen. Versuchen Sie es. Und wie mache ich das? Einfach den Bildschirm an der Stelle berühren, die mit Gips ausgegossen werden soll. Ungefähr so. Das sieht nicht allzu schwierig aus.
Wenn der Becher mit Gips leer ist, bevor sie fertig sind, müssen sie von vorn anfangen. Das soll ja wohl im Rahmen des Machbaren sein, ne? Gut, ne? Ist nicht hundertprozentig, aber nicht schlecht. Sie sind geschickter, als sie aussehen. Was soll denn das nun wieder heißen? Weiter zum nächsten Schritt. Trocknen Sie den Gips, bis er weiß ist, okay? Einfach den Bildschirm berühren, um den Trockner zu steuern. Hier, ach so. Jetzt darf ich es gerade sagen, was? Hier, probieren Sie es mal. Ja, ist ja Spaß für die ganze Familie. Muss man ja, mal ganz klar sagen. Ist ja Fantastic Fun. Ich meine, ich selber habe das letzte Mal ein Föhn benutzt. Das ist lange her, deswegen. Spaß. Scheint gut getrocknet zu sein. Sehen wir uns das mal an. Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Bereit für den nächsten Schritt? Verteilen Sie die Tinte mit dem Roller dort, wo der Abdruck ist. Den Roller gut festhalten und schön hoch und runter rollen. Machen Sie das so lange, bis Sie einen deutlichen Abdruck haben. Okay. Spannend, spannend. So, jetzt der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Wir nehmen den Abdruck. Fertig? Hier kommt er. Das Kaugummi dran. Mal sehen, ob wir eine Übereinstimmung finden. Das soll ja... Müsste ja eher sein, ne? Ja, das sieht mir schon sehr gleich aus. Das will wohl passen. Kann ich mit bloßem Auge sagen. Ist ja ein Ding. Die Schuhabdrücke gehören also Wukikitaki. Er war in der Mordnacht im Park. Wow, ich kann fast sehen, wie die Wissenschaft sich vorarbeitet. Ist das nicht toll? Ah, es gibt einfach nichts Schöneres. Immerhin mangelte es nicht an Enthusiasmus. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie noch mehr machen wollen. Sie finden mich hier beim Lösen des Falls, mit Hilfe der Wissenschaft. Tja, das hat Ihre Stimmung auf jeden Fall gebessert. Ja, ich möchte doch noch mehr. Also, ne? Wir sehen ja noch mehr Abdrücke. Würde die ganz gerne überprüfen. Inspektorin Sky, können wir es nochmal probieren? Na klar, lassen Sie keinen Abdruck ununtersucht. Deswegen. Ich beginne einfach mit diesem. Der eigentlich interessante ist natürlich der da rechts, ganz klar. Aber man muss es ja trotzdem, ne? Man muss es ja trotzdem überprüfen. Gut, trocknen wir den Gips eben. Das ist ja kein Act, ne? Das sieht mir auch schon so nach so einem Altherrenschuh aus. Das wird schon ihm gehören. Dem Zeugen. Macht auf jeden Fall Sinn. Oh, das geht auch relativ schnell, wenn man das so gemacht hat. Oder ist das der Abdruck vom Opfer? Was ist das denn da? Soll das sein? Das sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Kaugummi. Wir denken ja, dass es er ist, ne? Okay, ist er. Dann bin ich mal gespannt, ob die restlichen Abdrücke halt auch genau so sind, wie wir denken. Also der letzte, ne? Aber die stehen halt merkwürdig. Da steht jetzt seine Aussage vor Gericht, zumindest seine letzte Version. Jetzt wissen wir, wo der Höschenjäger gestanden hat. Ja, aber... Weiß nicht, der letzte Schuhabdruck ist doch schon merkwürdig positioniert, oder? Das kann man ja jetzt nicht abstreiten. Ich meine, der geht in die andere... Der geht halt auch... Wenn der da stand... Der müsste doch eigentlich hier stehen, oder nicht? Wieso ist hier kein Abdruck von einem Schuh? Das ist doch... So auch so eine Sache. Warum ist da kein Abdruck? Warum nicht? Ja. Ich finde, das sieht immer scheiße aus. Ich würde es ja schön passend machen, aber... Funktioniert leider nicht. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. So, bam, bam, bam. Dankeschön.
Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Ach ja, genau. Vergesse ich immer. Da oben auch. So. Also. Also, ja gut. Ich denke, das will jetzt der Arzt sein. Ja? Gehe schon ganz stark davon aus. Frage ist dann halt nur... das ist ein seltsamer Schuhabdruck. Stammt das überhaupt von einem Schuh? Merkwürdig. So glatt? Abgesehen von dem Teil mit dem Blatt. Ich weiß ohne nachzusehen, dass dieser Ausdruck mit keinem auf der Liste übereinstimmt. Ein seltsamer Abdruck. Okay, also brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Sondern... Das war vielleicht doch jemand anderes noch da. Dieser Abdruck ist viel zu glatt, um von einem normalen Schuh zu stammen. Aber ein Schuhabdruck ist es so viel sicher. Aber stellt sich trotzdem die Frage, was der hier macht. Er befindet sich genau neben Eldens Nudelstand. Äußerst merkwürdig. Hey, Sie! Ja? Warum sind Sie plötzlich so still? Sie haben nicht zufällig einen Verdacht. Einen möglichen Verursacher dieses mysteriösen Schuhabdrucks. Der mysteriöse Schuhabdruck erinnert mich an etwas. Haben wir einen Beweis? Viele, also ich würde ihm mal... Ja, vielleicht. Ne? Können mal. Sicher etwas gesehen zu haben, das so einen Abdruck hinterlassen würde. Ich glaube, ich habe hier etwas, das uns helfen kann. Okay, haben wir doch nicht. Okay. Nee, wir haben nichts, aber ich komme aus der Nummer leider nicht mehr raus. Keine Ahnung. Ja, genau. Ich dachte vielleicht... Oh mein Gott, ich weiß es! Ich weiß, wo es was geben könnte. Ich weiß, wo es was geben könnte. Nie drauf gekommen. Wartet mal. Wir müssen uns einmal bewegen. Nämlich hier hin. Und wenn ich nämlich jetzt untersuchen... An dem Mülleimer. Dieser Mülleimer. Da haben wir den Spiegel gefunden. Denk doch mal nach. War da nicht noch etwas anderes drin? Das ganz am Boden, nämlich genau. Guck mal, die Farbe da. Das bedeutet, wir sind nach dem Unfall hier gelandet. Vielleicht hängt das zusammen. Nehmen wir sie mit. Pantoffeln, genau. So, wenn ich nämlich jetzt wieder zurückgehe und dir das zeige, ich denke mal... Ich denke nicht nur, ich weiß es. Es kann halt nur das sein. So, reden. Wieder an den Abdruck. So, diesmal habe ich aber was. Nur bin ich nicht unvorbereitet, nein. Diesmal habe ich gute Chancen. So. Ich glaube, das kann uns helfen. Das könnte es halt gut sein. Nicht? Nein? Die sind es... Wollt ihr mich verarschen? Verarsch mich nicht. Untersuch mal. Als ob die das nicht sind. Das meine ich nicht. Gericht sagte. Sind es nicht? Prüfen? Ich die jetzt mal umdrehe? Natürlich sind die das! Doch gesehen. Also, das war mir nicht klar, aber ich habe mir gedacht, dass es so sein wird. Die Unterseite ist Vollfarbe. Was ist das für ein seltsamer Umriss bei dem Fleck? Aber das muss man halt vorher wohl gesehen haben, ne? Anscheinend klebte ein Blatt an der Pantoffelsohle, als in die Farbe getreten wurde. Also ist der Umriss zurückgeblieben, als das Blatt abgefallen ist. Ich habe Farbe an der Hand. Apollo, ich habe gesehen, wie du deine Finger an meinem Umhang abwischen wolltest. Entschuldigung. So, ist es denn jetzt der entsprechende Beweis? Jetzt wird es doch so sein. Victorian Sky, please. Würden Sie das jetzt bitte hinnehmen? Bin sicher, etwas gesehen zu haben, so. Nimm das! Tja, ich glaube, es sind diese Pantoffeln. Pantoffeln? Wie sollten Pantoffeln hierher kommen? Sehen sich die Sohle an, ne? Die ist komplett voller Farbe, außer... Sehen Sie, genau da. Hey, der Fleck ist genau wie ein Blatt geformt. Und wenn ein Blatt an der Sohle klebte, das abging, als der Träger in die Farbe trat. Klingt logisch, oder? Moment, da steht etwas.
Eigentum der Meraktis-Klinik. Exakt, die Klinik des Opfers. Aber das hieße ja, dass jemand von der Klinik beteiligt war. Warum futtert sie schon wieder? Inspektorin Sky, ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Was? Könnten Sie uns Zugang zur Meraktis-Klinik verschaffen? Die Polizei macht Zicken. Sie sagen, die Klinik hätte nichts mit dem Mord zu tun. Und bis wir einen Zusammenhang bewiesen hätten, könnten wir sie nicht betreten. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun, ja? Ehrlich? Naja, Sie haben mir immerhin bei den Schuhabdrücken geholfen. Ich denke, ich sollte den Gefallen erwidern. Vielen Dank, Inspektorin Sky. Hier, zeigen Sie das dem wachhabenden Polizisten. Dankeschön. Na dann, Meraktis Klinik, hier kommt Justice. Gut, liebe Freunde, aber in die Meraktis Klinik werden wir dann im nächsten Part gehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.